Seine Bilder sind sichtbar gemachte Innenweltlandschaften, gemalte Poesie aus dem schöpferischen Unterbewusstsein. Und ebenso poetisch mutet auch der Titel seiner aktuellen Ausstellung »Traumreste und Staunen beim Aufwachen« an. Geboren in Bruck an der Mur, hat es Helmut Kant für seine Kunst recht früh in die weite Welt hinausgezogen. Und vielleicht kommt er auch gerade deshalb immer gerne in seine Heimatstadt zurück. Wir sind sehr stolz, dass er immer wieder zurück zu uns nach Bruck findet. Er hat viele Beziehungen in der weiten Welt. Er wurde auch vom Bundespräsidenten im Jahr 2006 mit dem Titel Professor ausgezeichnet. Und er hat auch hervorgehoben, dass Kunst wie die von Helmut Kant auch zu den internationalen Beziehungen beiträgt. Im kommenden Jahr will sich Helmut Kant wieder mehr seiner Kunst widmen. Somit ist diese Ausstellung die letzte vor einer längeren Pause und quasi ein Best-of der jüngeren Vergangenheit. Na, es ist the Best-of, aber nicht sehr weit zurück, denn es sind eigentlich Werke aus der letzten Zeit, 2016 besonders und das letzte Jahr. Und man sieht, ich bin immer noch neugierig, immer noch hungrig, ich entwickle mich noch immer, ich nehme neue Vokabeln auf, neue Farben und verwende das spielerisch. Die Farbwelt seiner Bilder zieht den Betrachter in seinen Bann. Dabei sind die Farben aber nur Mittel zum Zweck, denn die Botschaft liegt viel tiefer. Außerdem sind die Farben ja nur das Lockmittel, sich auf die Inhalte einzulassen. Also was ich besonders nicht gerne höre, ist, dass es sehr bunt ist. Und das Schlimmste ist, wenn man zu mir sagt, ich bin fleißig. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis 16. Oktober in der Kulturhausgalerie zu bewundern.